Hallo ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen und herzlich willkommen zu dieser neuen... Zu was eigentlich? Jaui, ihr habt richtig gesehen, wir sind wieder da mit einer neuen Lego Star Wars Magazin Review. Dieses Mal mit der Ausgabe Nummer 63, der September-Ausgabe von 2020. Und wir starten jetzt sofort in die Review. Da sind wir auch schon. Und willkommen, ihr Fanboys, die mal wieder alles kaufen und vergöttern. Wenn es General Grievous Starfighter Review von dieser Welle kommt, sollten alle Fanboys nicht auf meinen Kanal schauen. Wir haben wieder Blasti. Und nice. Wir haben hier Lego Star Wars Sticker. Schauen wir uns nachher an. Das eigentliche Heft, was uns interessiert. Und dann haben wir hier das Sticker-Album. Keine Ahnung, ob das was taugt. Werden wir nachher im Review rausfinden. Jetzt erstmal zum Heft. Nummer 63, September, yeah. Gucken wir uns doch mal kurz ins Heft. Es geht um Dagobah, passend. Hier mit Yoda. Sehr, sehr cool. Dann gibt es zwei Poster. Hier kann man das Heft abonnieren. Die Poster könnt ihr übrigens auch. Was zum Fick? Und daneben Ray. Okay. Ich spare mir mal jeglichen Kommentar. Und nächstes Mal bekommen wir oh mein Gott, ich glaube, ich muss kotzen. Schon wieder Vader auf dem Cover und wir kriegen den Sith TIE Dagger. Fuck it. Da seht ihr dann die aktuelle Sommerwelle. Das Set wird bald ein Review erhalten. Das Set wird bald ein Review erhalten. Das wahrscheinlich auch. Und das kriege ich nicht. Gut, kommen wir zum dem, was uns eigentlich interessiert, nämlich dem Extra. Es ist keine Minifigur, ich lasse dieses Mal das Beschweren weg und wir kommen direkt zum Bau. Fuck.
Fuck, was soll ich dazu noch sagen? Ich würde sagen, alles in allem ist er relativ akzeptabel gelungen. Da habe ich mich verbaut. Moment, jetzt. Er ist nichts Besonderes. Er erinnert mich sehr an den aus dem Adventskalender. Von hinten sieht er absolut hässlich aus. Antriebe hat er kaum keine. Stabil ist er. Also den Drop-Test überlebt er. Einen richtigen Normal-Mode hat er nicht, weil da sieht er mega hässlich aus. Ja. Haken wir das ab. Erstmal nochmal ein Schlückchen Lemon Soda. Ein Sticker-Album. Und den beigelegten Stickern. Die ich jetzt für euch an der Stelle einfach mal aufmache. Wenn ihr zahlt für dieses Euro, sage und schreibe. Für dieses Euro. Konzentrier dich, du Dummkopf. Für dieses Euro. Genau, Bruder, genau. Genau. Und sollt ihr auch wissen, was ihr bekommt. Wir haben einmal Darth fucking Vader, Luke gegen Obi-Wan gegen Darth Maul, ein Teil vom Episode 3 Cover, ein Teil von The Force Awakens, schätze ich mal, und Luke gegen Darth Vader glitzernd. Ich werde mir mal echt die Mühe machen und das für euch einkleben. Moment. Da hätten wir zum Beispiel den Glitzer-Glitzer-Super-Duper-Sticker. Hier haben wir dann Darth und das Teil vom Filmposter. Hier das Teil von dem Force Awakens Filmposter. Und hier das Duell zwischen Darth Maul und Obi-Wan, damit ihr mal einen kleinen Überblick darüber habt, wie das Album aussieht. Das gibt's kostenlos dazu. Mit einem Sticker Anfangspack. Und das war die Magazin-Review. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Gönnt euch einen kräftigen Schluck Lemon Soda. Kein Product Placement. Und wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Bis dann, ihr Jedi-Meisterin und Jedi-Meister da draußen. Haut rein und ciao.